Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Paper Mario, hier immer noch in der windigen Schlucht und ja, im letzten Part haben wir gesehen, wie Plupper, Bupper, irgendwie so war der Name, hier mächtig Geister verspeist hat und ja, wir sind jetzt auf der Suche nach diesem Kerl, den endlich mal fertig zu machen, denn das hat er auf jeden Fall verdient. Er kann ja nicht einfach so unschuldige Geister verzehren. So, ein Speicherpunkt, oh, das... Ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber wir saven mal. So, alles klar. Und hier ist ein fettes Tor. Ob das bedeutet, dass hier der nächste Dungeon ist? Einfach so? Schauen wir mal rein. Let's go. Sieht mir ziemlich nach Dungeon aus, tatsächlich. Gumbario, so was seid ihr für Viecher? Okay. Verstehe. Mario, wenn sie dich fangen, dann werden sie dich aus dem Schloss werfen. Kann dich denn keiner deiner Freunde vor diesen Typen verstecken? Alles klar. Hab schon verstanden. Ja, die müsste halt mal hochgestuft werden, ne? Aber mich interessiert mal noch eine Sache. Okay. Links müssen wir lang, rechts ist noch abgeschlossen. Und die Windmühle ist halt aktuell auch noch abgeschlossen. So. Weiter geht's. Aber ist das... Kann ich dem jetzt einen auf den Kopf hauen? Ja, kann ich machen. Okay. Die sehen halt auch voll stark aus eigentlich, ne? Aber da will ich auf jeden Fall erstmal eine Info zu haben. Ich hätte vielleicht Gumbario nehmen sollen als erstes. So. Scanner. Was ist ein Klupper? Das ist ein Klupper. Kluppers sind die Hauptwachen in Tupper Bluppers Schloss. Okay, wir sind in Tupper Bluppers Schloss jetzt. 8 KP, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Oft schlafen sie während des Dienstes. Wenn du sehr langsam gehst, wachen sie vielleicht gar nicht auf. Sie sind zwar sehr groß, aber mit dem richtigen Einsatz des Action-Kommandos sind sie gar nicht so hart. Oh. Okay. Verstehe. Powersprung, Multijump. Ich glaube, ich mache einfach einen Powersprung. Oder Powerpfad trifft deinen Gegner so auf das Actionrunde. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, für den wäre das jetzt vielleicht sogar mal die richtige. Shit. Ich hasse diese Bautz-Attacke. Kann ich mit denen überhaupt draufspringen? Geht das? Ja, das passt. Okay. Also, wenn er hier die Arschbombe macht, ne? Mario, das ist irgendwie... Ja. Verwirrend. So, ich mach mal den Powersprung. Obwohl, ich mach einen normalen Sprung auf ihn hier. Dann ist der nämlich weg. So, hier, wenn er die Arschbombe macht, da das zweite Mal hintereinander zu treffen, ist gar nicht so leicht, finde ich. So. Shit. Okay, ich mach mal Erfrischung. Wir sind ziemlich unvorbereitet jetzt in das Schloss gegangen, ne? Wir haben keine Heilung nochmal gehabt. Erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. So. Und dann machen wir hier nochmal einen Kopfnuss drauf. Und dann ist auch der erstmal wieder Geschichte. Okay. Die bringen relativ wenig Erfahrungspunkte dafür, dass sie doch relativ viel KP haben. Aber gut, war ja die erste Runde. Haben wir jetzt hier noch was?
Oh Gott. Renn weg. Ich weiß nicht, ob irgendeiner jetzt besser ist. Bombette vielleicht. I don't know. Wir gucken mal hier rein. Okay, wir haben hier eine... was haben wir denn da Schönes? So ein Orden. Okay. Kann sein, dass ich mich hier irgendwo durchbashen muss oder so. Der will auf jeden Fall irgendwie durch die Decke oder ich muss mich schwerer machen. Ha, okay. Behalten wir erstmal so im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob vielleicht... Warte mal. Nee, okay. Sah nur aus wie ein Riss in der Wand, ist aber nichts. Okay, wir haben hier noch einen. Zack. Erst an... jetzt sind es drei. Okay, aber da lohnt sich, denke ich mal, sie auf jeden Fall mit ihrer Powerbombe. Das ist schon ziemlich geil, ne? Bam, Alter, weggefetzt. So, macht aber auch echt viele KP weg. Und dann mache ich einfach noch einen Multijump. Und dann sind die auch beide weg. So, ohne Schaden genommen zu haben. Lässt sich machen, nur BP leiden halt sehr darunter. So, wir kriegen ein paar Herzchen. So, hier vielleicht? Wahrscheinlich auch nicht. Es sieht mir jetzt auch nicht wie so ein offizieller Riss aus. Ne. Okay, wir haben hier noch eine kleine Tür. Ohne große Tür. Hier pennt wieder einer. Da haben wir einen Sternsplitter. So. Kann ich hier was lesen? Mich hier irgendwo durch die Wand sprengen vielleicht? Auch nicht wirklich. Okay, pass mal auf. Das ist doch eigentlich perfekter Angriff, oder? Shit. Nein! Geh schlafen. Hier wieder schlafen. Hier wieder schlafen? Nee. Bam. 6 Schaden, Alter. Da kann ich nämlich hier jetzt einfach mal einen Jump drauf machen, dann ist der erste nämlich schon tot. Und dann macht sie... Ein Body Slam müsste eigentlich ausreichen. So, ah, da muss ich wieder... Ah, Mist. Da muss ich im richtigen Moment drücken. Total dumm. Okay, geblockt. So, Jump. Zack, egal was passiert, ich kill den jetzt. A gedrückt halten. Okay. Man muss natürlich einfach mal lesen, ne? So, okay, perfekt. Dann wäre der auch down. Vielleicht kriege ich noch ein paar Herzchen. Ne, aber BP kriege ich zurück. Auch nicht schlecht. Hallo? Bisschen Geld. So, dann machen wir hier mal den. Aber leider nichts drin. Okay. Dann wäre der Raum jetzt auch abgeschlossen. Jetzt ist halt die Frage. Kommen wir da erst später hin? Mit dem Orden? Brauchen wir da eine neue Fähigkeit? I don't know. Haben wir gerade zufällig irgendwas... Nein, nein, nein. Haben wir gerade zufällig irgendwas auf Tasche? 10 KP, BP, Honigsirup, 5 BP, ich glaube, ich würde mir tatsächlich mal das Ahornsirup gönnen. Zack. So, da haben wir wieder einen Sternsplitter, hier haben wir wieder viele Wachen. Da müssen wir auf jeden Fall von oben runterfallen. Okay, Nein.
okay, es reicht aber. Tschü. Hier geht's gar nicht nach oben. So ist eigentlich ganz geil. So, dann mache ich hier hinten einen Jump drauf. Und dann macht sie hier noch einen Body Slam. Zack. Mann. So schlechtes Timing. Okay, Doppeljump. Und tschüssi. So. Oh ja, Herzchen. Sehr schön. So, da pennt schon wieder einer. Das ist halt echt schon eine krasse Kombi eigentlich, ne? Okay, sind aber auch drei Stück. Ich glaube, da würde ich tatsächlich jetzt auch nochmal die Powerbombe usen, oder? Ich glaube schon. Kostet halt sau viel BP. Aber dafür sind sie halt dann auch alle super schnell dezimiert. So, und dann machen wir noch einen Multijump. Und dann haben wir sie alle, ohne wieder einen auf den Sack bekommen zu haben. Nur BP. Ah, Mann. BP gehen halt echt drauf dabei. Schade. So. Hier? Nee. Okay. Springe ich einfach mal nach unten. Hier ist eine Schatzkiste. Okay. Öffnet ein verschlossenes Tor in Tuba Blubots Schloss. Wir haben ja bis jetzt nur ein Tor. Ja, und jetzt? Ah, okay. Schön. Healing. Perfekt. Hi, wer bist du? Oh, du bist Mario. Netter Ort hier, was? Ich bin mit meinen Freunden hierher gekommen, um Tupabubas Schwachpunkt herauszufinden. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass sich im Tupabubas Schlafzimmer im obersten Stockwerk etwas sehr Wichtiges befinden muss. Aber als ich von meinen Freunden getrennt wurde, konnte ich mich nur noch verstecken. Aber du könntest gehen. Als erstes musst du ins oberste Stockwerk gelangen. Geh dann einfach geradeaus, bis du im Schlafzimmer bist. Wenn du auf Tupa Blooper triffst, kämpfe nicht. Ich wiederhole, kämpfe nicht gegen ihn. Er ist unbezwingbar, ehrlich. Bevor du nicht sein Geheimnis herausgefunden hast, ist es besser, davon zu laufen. Okay. Wir sollen rennen. Oh ja, wir können unseren Geist aufwerten. Hallo? Hallo? Bam, Alter. Sehr cool. Soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Bitte. So, super Rang aufgestuft. Jo. Und was kann sie jetzt? Team. Bu ist ein Geist der Prinzessin, ihre Villa ist im Nimmer. Okay. Unsichtbar Spuk. Erschreckt Gegner, so dass sie vom Kampf fliehen. Ist das gut? Man weiß es nicht. Wir nehmen erstmal wieder Bombette. Und... ach man, wir nehmen nicht Bombette. So doof. Keine Ahnung, wo ich bin. So. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie runterfallen lassen, damit wir dann zu dem Sternsplitter kommen. Hier sind ja alle tot. Und hier weiß ich immer noch nicht so recht weiter.
Aber ich kann noch nichts damit machen. Oder? Ich sehe jetzt hier aber an sich auch irgendwie keine Auffälligkeiten. Vielleicht muss ich wirklich erst so ein Loch oben in die Decke machen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay. Behalten wir uns auf jeden Fall für später im Hinterkopf. Kann ich die eigentlich auch besiegen hier? So, und dann auf das Tor. Hilfe! Hilfe! Okay. Du. Hehehe. Ja, ich ignoriere die jetzt mal ein bisschen. Mann, sind die nervig. So, okay, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir ein Stockwerk weiter oben. Ah, wir sind jetzt in dem Raum darüber. Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Denn jetzt kommen wir in diesem Raum. Und wenn wir jetzt einen Raum nach rechts gehen, sind wir auf jeden Fall über den... Über den Raum mit, oh Gott. Ah, guck mal, der versteckt nämlich auch eine rissige Wand. Rissige Wand? Ja. Eine brüchige. Oh Gott, nein. Geh wieder pennen. Ach, Mann. Tschüss, mein Freund. Vielleicht sprengt auch gleich, ja, sprengt auch gleich die Wand mit. Sehr gut. Okay. Wir machen einen Jump hier hinten drauf. Zack. Und bam. Und dann Bombette. Ist auch egal. So. Weggeblockt. Und dann nochmal. Doppeljump. Vier Sternpunkte ist nicht viel. Aber nehmen wir mit. So. Was können wir hier machen? Ah ja. Also. Wenn wir hier reingehen, haben wir erstmal den Jump freigespielt, richtig? So, jetzt haben wir nämlich eine Abkürzung von unten nach oben. Wenn ich mich jetzt hier durchbashe, müsste ich da oben drauf kommen. Das heißt, ich wechsle auf Paracarry, kann darüber fliegen. Und kann mir den Orden holen. Ich bin mal gespannt, was das für ein Orden ist. Auf jeden Fall irgendwas mit Springen. Der V-Orden. Oder schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringe Schaden. Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Wie viel kostet der? Orden. V-Orden. Der kostet 2. Richtet nicht nur Schaden an, er umgeht auch die Abwehrkraft deines Gegners. Die Kosten betragen 2 BP. Okay, Abwehrkraft ignorieren mit einem Sprung. Aber wir haben halt auch den Hammer. Ist halt die Frage, was jetzt effektiver ist. Ja, das kostet ja nur 1. Ich würde hier tatsächlich mal, glaube ich, von KP auf BP wechseln. Ja, wir lassen es erstmal so. Okay. Dann einmal wieder nach oben. Hallo? Und hier wieder raus. So, okay. Ach nö. Dü. Hilfe! So,
Einmal hier rein, bitte. Oh Gott. Das sieht stachelig aus. Kann ich mich unsichtbar machen und dann gehen die Stacheln nicht durch mich durch? Das erfahren wir in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und gerne liken, kommentieren, wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.